Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Browning Christmas Circus Special. Dieses Jahr haben wir was ganz Besonderes für euch. Bei dieser Weihnachtsspezial habe ich ein paar Gäste eingeladen dieses Jahr. Wir wollen ein richtig Circus machen. Heute mit mir, heute ist, könnte man sagen, Mr. Media von Browning. Wo ein Kamera ist, ist der garantiert auch dabei. The Strongman von Browning, Mr. Martin Simon. Meine zweite Gäste heute Abend ist ein Pärchen mit ihr tanzender Hund heute Abend. Wir haben vom Fernosten die zwei Original Breen Team, Pam und Wolle Franke. Welcome to the Weihnachtscircus. Und was wird das für eine Weihnachtsspezial ohne unser Superstar, unser Weltmeister from Hollywood, California? Yeah. Jens? Wie? Kommst du später? Ja, wie Weihnachtsspezial? Weihnachtsfeier? Alkohol? Dein Vater muss dir fahren. Ja gut, dann fangen wir an ohne dich, aber wir reden, Junge, ne? Alles klar, gut. Jens Koschnick ist nicht dabei. Der kommt ein bisschen später, hat sich verspätet, hat gestern Party. So, ohne was anderes, der tanzende Hund ist auch dabei. Kuckuck! So, Martin, erzähl mir, das ist deine Idee jetzt, ich soll nur den Quatsch machen. Erzähl mal, was machen wir heute? Ja, heute wollen wir mal ein bisschen Spaß am Wasser haben. Es ist Jahresende und wir wollen heute mal die Reise nach Jerusalem nachspielen, aber im Angelstil, und haben dafür vier verschiedene Stationen aufgebaut. Und wir machen heute eine Rotation, das heißt, jeder Angler angelt mal heute auf einer anderen Station, auf einer anderen Sitzkiepe, mit einer anderen Angelmethode, sodass jeder einmal alles gemacht hat. Und wir wechseln jede Stunde und wollen das Ganze richtig lustig machen. Und ich wünsche euch dabei schon mal viel Spaß. Genau. Wir angeln die erste Stunde. Die zweite Stunde kommt unser Jens Koschnick dazu. Er springt auf die 1, ich gehe zu der 2 und so weiter. Rotation. Wer gerade nicht angelt, kann schreiben. Wie machen wir das mit der Wertung? Wir schätzen. Wer gerade nicht angelt, an der Kameramann gucken. Habe Kilo, habe Punkt. Ein Kilo, ein Punkt. 1,5 Kilo, 1,5 Punkt. Kapiert ihr? Aber so. Jason, ja, eine Sache haben wir noch. Wir können noch Bonuspunkte sammeln, denn alle angeln heute mit der Fieder, aber eine Station bauen wir auch mit der Kopfrute auf. Und derjenige, der einen Fisch auf der Kopfrute fängt, der bekommt richtig Bonuspunkte. Also das soll sich dann lohnen. Es ist schwierig. Bonuspunkte? Und der, wie gesagt, einen auf der Kopfrute fängt, der bekommt richtig, richtig Bonuspunkte. Das soll sich lohnen. Und da kommen auch ein paar Regeln, weil ihr merkt, wir machen das, wir haben keine Planung gemacht, wir machen das nur. So, wir machen ein paar Regeln zwischendurch. Für Frühstück ist auch gesorgt. So, wir haben zusätzlich einen Gast, der ist gerade, habe ich ab und zu gesehen im Wald hier. Lass uns rüber gehen, das ist der Grinch. Wir werden zwischendurch die Grinch-Karte spielen. Was das ist genau, lass uns sehen. Ich bin der Grinch und wenn ich gerufen werde, dann gibt's Trouble. Lass uns mal gucken, ob wir es gleich im Eimer hatten. Wir hatten Muscle Green. Muscle Green. Haben heute alle. Ja, genau. Einfach nur pur verwendet heute. Immer ein gutes Futter, auch auf Karpfen, jetzt auch gerade im Winter. Die Farbe ist schön, wird sich dem Gewässergrund schön angleichen. Und ja, wir haben dann auch noch von Jason so ein paar. Genau, wir haben 2 mm Pellets bekommen. Haben wir denn hier alles gekriegt? Ja, noch eine Tüte. 4 Meter? 4 Meter Pellets? Gemischte. Okay. Wir haben auch gemischte. Wir haben auch Pop-ups. Die Optimistenkugel. Die Optimistenkugel. Also wenn dann nachher, wenn wir einer von uns mit den Punkten zurückliegt, dann kommt der, weil der Große zählt natürlich doppelt, hoffen wir. Ganz klassisch Totemahn.
Maden. Lebende Maden, genau. Lebende Maden. Also sie versuchen zumindest zu leben. Sie sind jetzt der nicht Temperatur, ganz so. Ja. Oldschool, Toast. Ja? Bread. Bread, the bread, okay. Bread. Toast. Und wir haben natürlich auch, was im Winter nie fehlen darf, auch auf große Fische, Pinkies. Weil im Winter kleine Köder, große Fische. Gucken wir mal, was passiert. Wir sind da recht optimistisch. Und wir haben ja auch, das wisst ihr ja, jetzt auch neu im Programm, unsere neue Schnur, die einmal die Uni-Rig und auch die Uni-Reel. Die gibt es eigentlich in allen Stärken, die so gut sind. Und wir versuchen einfach, die sind auf den Rollen drauf, unseren guten. Und dann gehen wir mal los jetzt. Genau. Und starten wir. Ja, Leute, so ein paar Sachen habe ich mir ja für unser Weihnachtsspecial ja überlegt. Ich möchte natürlich schon ganz gerne ein paar Fische mehr fangen wie die anderen. Aber tscht. Und zwar, ich habe ja dieselbe Köderpalette wie die anderen. Brot, tote Maden, normale Maden, also lebendige. Und dann habe ich mir aber noch was ganz Geheimes gemacht. Das haben die anderen nämlich nicht. Das wissen die auch noch gar nicht. Ich habe mir ein paar schwimmende Maden fertig gemacht. Die kommen an Haken und die wirken dem Hakengewicht entgegen. Und jetzt in dieser kalten Jahreszeit, wenn die Karpfen lethargisch am Boden liegen und nur ganz wenig aufnehmen, muss der Köder so leicht sein, wie es nur eben geht. Ich muss auch leise reden, weil sonst hören die das gleich. Und dann nehmen die den Hakenköder viel, viel besser auf. Der fliegt einfach viel besser ins Maul rein. Und ich erhoffe mir da so den einen oder anderen Biss mehr. Und so halt heute vor den anderen zu sein. Ja? Ich zeige euch das mal, wie ich das hier mache. So Leute, pst. Die Floatermaden, die habe ich mit Spreit habe ich die zum Aufschwimmen gebracht. Ein ganz, ganz kleines bisschen von der Spreit rein in die Madendose und die Maden da drinnen laufen lassen. Die ziehen sich voll mit Sauerstoff und dann gehen sie hoch. Die habe ich jetzt am Haken, einen super kleinen, feinen Haken. Und dann kommen in den Pelletfeeder tote Maden rein. Da stopfe ich ein paar rein und verschließe den Korb im Prinzip nur ganz leicht mit dem Muscle Green. Die toten Maden kommen dann nochmal aufs Futterhäufchen oben drauf. Und wenn der Korb dann unten am Grund angekommen ist, schiebt das Futter nach vorne hin raus. Die Maden kommen auch rausgespült. Und dann präsentieren wir unseren Hakenköder super mit den Floatermaden. Und so erhoffe ich mir die guten Bisse. Also wir fischen ja hier heute an einem See, den wir noch nicht so kennen. Jason kennt ihn ja besser und Martin auch. Wir haben ja verschiedene Taktiken. Und bei mir, ich habe mich heute trotz alledem hier, wo wir am Kartensee sind, für den Klassik-Feder entschieden. Nehme ein kleines offenes Körbchen, kurzes Vorfach erstmal. Natürlich auch erstmal ein kurzes Vorfach, wie ihr seht. Erstmal gucken, fangen erstmal an mit Pinkies. Ich bin der Meinung, meine Taktik wird heute aufgehen. So, Station 1, erster Platz hier. Meine Station für heute nennt sich die sogar Concept Systems Platz. Ich habe wir haben ein paar Samples, die kommen, aber eigentlich müssen die bald auf Lager kommen. Die neue Concept System von Browning mit den Pellet Feeder, Method Feeder, Hybrid Feeder und The Bomb. Die kommt auf alle Fälle diesen Monat noch in Lager und dann kommen die in die Shops. Aber ich habe schon ein paar Samples von dem Büro geklaut letztes Mal. Und um diese Station kannst du eigentlich freie Wahl machen. Kannst du alle vier Systems, ich habe mir die Hälfte der Pellets, die 2 mm Pellets, nass gemacht für die Pellet Feeder und ein bisschen Futter brauche ich mit toten Maden. So. Die anderen wissen das noch nicht. Das ist Platz 1, die sogenannte Gringe Station. Du, mein Kumpel im Wald hast du gerade getroffen. Einmal, wenn du hier sitzt auf dieser Station, einmal darfst du nach Hilfe von der Gringe. Dann kommt der Gringe, dann sage ich einen Namen. Meistens wahrscheinlich, wer führt gerade. Und der Gringe hat schöne Überraschung für die Angler. So, das ist die Gringe-Station. So, lass mal überraschen, was der Gringe für uns hat. Wahrscheinlich trifft mich am meisten, denke ich. Koschnik habe ich gerade telefoniert. Er ist genau in einer Stunde hier. So, das passt perfekt. Der wird dann die zweite Stunde hier angeln. So, es heißt, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, lass die Spaß beginnen! Ah!
So, da ist der kleine Schuppi. Ich freue mich über den. Es war nur ein kleiner, aber jetzt, wo es so kalt ist, freut man sich über jeden Fisch. Und wie gesagt, es ist der erste. Ich freue mich total. Gewichtsmäßig etwa maximal ein Kilo, vielleicht ein bisschen drunter. Ist aber nicht schlimm. Alles gut. Ein Punkt. Super, ich freue mich drüber. Schöner Schuppi. Richtig Spaß schöner. Gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ah. Sag doch mal gerade, was war dein Köder? Mein Köder. Aber nicht so laut, nicht, dass die anderen das hören. Die beiden Außenplätze, die sollen ja nicht so gut fangen. Ne, wie wir. Also ein Teamwork hier. Ja, ja. So. Ja, Mitte geben, Mitte versus gerade. Außen, genau. Genau. Also Köder waren an dem Messe Pushtop 3 tote Maden. Ha, da. Gar nicht mal so klein. Ne? Nein, nein, nein. Also 3 tote. Für den Winter, ja. Ja. Dachte auch so, ja, nicht schlecht. Erst mal gucken, weißt du? Ja, ja. Große Köder, große Fische. Ja, ja, hat gepasst. Wir brauchen ja Punkte, ne? Richtig, richtig. Schließlich. Ansonsten fische ich das Madenkörbchen, habe das so ein bisschen gemischt, ein paar tote Maden, nicht zu viele, weil zu viel Köder würde ich jetzt auch nicht bringen. Der Fisch soll ja meinen wichtigen Köder finden. Hatte das so ein bisschen mit den 2 mm Pellets gemischt und dann wirklich nur mit dem Muscle Green gedeckelt, genau. Super. Ja. Klasse. Hat funktioniert. So kann es weitergehen, ne? Genau, machen wir jetzt nochmal. Richtig. Super, weiter. Dankeschön. Oh, 35 Minuten. Ich hab nix. Martin, 1 Kilo habt ihr ihm gegeben. Ein Pamlet, 2 Kilo. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Action, ne? Grinch, ich brauche dich. Petri, hey! Was hast du mitgefangen? Was habe ich mitgefangen? Lug mich nicht an, ich rieche das. Ich habe gehört, die Madenfieder läuft. Die Madenfieder läuft. Nein. Ein paar Pinkies darfst du behalten. Oh nein. Die Reste der Stunde ohne Maden. Ohne Maden. Der Grinch hat mir ja meine Maden geklaut, meine Toten und meine Lebenden. Da blieb ja nichts weiter übrig. Also gab es Pinkies. Da ich die da aufs Haar gestopft habe, waren die dann auch gleich tot. 3 Matsch-Pinkies am Haar. Fand er aber so verführerisch, dass er trotzdem gebissen hat. So Jens, bist du auch angekommen? Körperlich ja. Jens ist gerade angekommen. Jetzt erklären wir ihm mal ein bisschen, was hier passiert heute. Wir haben 4 Stationen, Jens. Fängst hier an, fischst genau diese Route und dann wanderst du Station zu Station und musst jeweils immer mit den Sachen angeln, mit denen vorher die Leute geangelt haben. Und jeder Platz wird immer besser vom Fang. Das kannst du von ausgehen. Aber das werden wir sehen. Ja. Du hast die Köder und du nimmst dein Tablet, nimmst du aber nachher mit. Mein Tablet, ja. Ja. Aber du musst auch aufpassen. Ja. Der Grinch läuft hier rum. Ja. Kann auch sein, dass du mal ohne Futter fischen musst. Der läuft bei mir zu Hause auch rum. Der kann da gerne rumlaufen, aber jetzt bist du ja hier. Ja, jetzt bin ich ja hier. Ja. Mach das Beste draus. Mhm. Es gibt Punkte auf jeden Fisch. Mhm. Pro Kilo 1 Punkt. Wenn du keine Fische fängst, gibt es heute nichts zu essen. Pro Kilo gibt es was zu essen. Verstehst du? Ich verstehe das. Ja, du bist nicht so richtig bei der Sache, habe ich doch, das Gefühl. Ich habe ja jetzt noch nicht viel mitgekriegt hier. Nach dem Aufbau direkt hinsetzen, angeln, das ist ja schon wieder total die Hektiker hier. Aber was ich gehört habe, scheinen die Fische ja jetzt nicht so in aktiver Bewegung zu sein. Von daher, hier so ein Pelletfeeder genommen in der kleinsten Größe.
Und ich schmeiße einfach mal links, rechts, vorne, hinten, alle Plätze einfach mal anwerfen. Weil die Fische, glaube ich, nicht aktiv nach Futter suchen, sondern man muss den vor die Schnauze schmeißen. Schnauze sagt man ja gar nicht, ne? Vors Maul. Und dann hoffen, dass die... Ah, da habe ich einen Liner. Dass die zuschnappen. Ja, das ist meine Taktik. Nicht stur auf einem Platz bleiben, sondern Jason hat gesagt, er hat die ganze Zeit eine Boje da angeworfen und keinen Biss gehabt. Und da werfe ich schon mal nicht hin, auch wenn da Futter jetzt liegt. Und dann, Jason, hast du gesagt, muss ich den Grinch holen, ne? Auf jeden Fall möchte ich, dass der Grinch den Martin Sivon zerstört. Du musst aber den Grinch rufen, der ist hinten bei. So, ganz laut rufen. Was macht der mal jetzt? Grinch, komm mal ran für der Martin. Läuft. Boah, ne? Ich hab. Es war nicht schwierig. Ich war vorbereitet auf die Fische, weil ich natürlich wusste, dass die irgendwann kommen. Ne? Und ja, und die, jetzt lachen die alle nicht mehr, ne? Mich nervt das mit Jason total ab. Ja. Der fängt da vorne einen nach dem anderen. Ich glaube, ich rufe ihn. Rufe ich ihn jetzt schon? Ich rufe ihn. Grinch! Grinch! Come on! Was will er von mir? Was denn? Ernst jetzt? Ja, mache ich eine Pause denn. Hey, jetzt angel ich die letzte halbe Stunde. Absichtlich.
Jens, ja. Eine Stunde später hast du angefangen, jetzt hast du endlich einen drauf. Ja. Was hast du gemacht? Einfach nur reingeworfen. Erstmal reingeworfen. Ja. Wie er beim Karpfenangeln so ist. Ja, was hast du als Köder genommen? Der Jason hat mir gesagt, ich soll zweimal. Der Jason ist sehr kollegial, ne? Ja. Er hat mir gesagt, zwei Maden. Ja. Am Haken. Und dann den Windowfeeder hier. Ach, unser Klassiker. Ja. Den halb voll mit Maden und dann ein bisschen Futter drauf. Ja, siehst du. Dann hat er mir die richtige Boje verraten, wo ich hinziehen musste. Habe ich da fünf Minuten liegen lassen, habe ich schon einen. Dann geht die Latte krumm. I still do. Hau ab, du Gren. Oh. Den schenken wir und den mit der wenigsten Fisch. Und dann gleich fangt er noch einen Fisch. Hau die rein, dann bist du wieder nicht die Letzte. Bin ich im Rennen. Und ich komme jetzt auf den guten Platz. Oh, zwei gute Plätze kommen. Ah ne, ist nur eine Stunde nach. Gleich ja. Ist sowieso, nach dieser Fisch ist umsetzen. Oh, schöne Schuppi. Lass uns gucken, bisschen unter der Lupe nehmen. Ich schätze. Eineinhalb, zwei. Zwei. Ja, zwei würde ich sagen, ne? Zwei. So, Platzwechsel. So, bis jetzt hat keiner ein Zwischenergebnis gemacht. So, letzte Stunde gerade angefangen. Ich muss Pause machen jetzt, die letzte Stunde, weil ich vier Stunden geangelt habe. Wir fangen an. Am letzten Platz gerade ist der Jens. Leider muss er den letzten Fisch abgeben und der Grinch. Und das hat Wulle bekommen. Wulle hat auch gleichzeitig noch einen Fisch gefangen. So, Jens ist auf 1,5 Kilo momentan. Die Wulle ist auf 3,5 Kilo. Dann haben wir Pam auf 5 Kilo, der Martin auf 5,5 Kilo und führt, ja, wer bleibt übrig? Ja, ich führe mit 7,5 Kilo. Ja, die Platz da, die Madenfeeder, hat mir richtig nach vorne geschleudert. Aber jetzt mache ich eine Pause. Wulle sitzt jetzt auf die, sage ich, Favoritenplatz jetzt, aber in der letzten Stunde kann alles passieren. Schauen wir. Halbe Stunde noch. Oh. Also, die nehmen wir unter der Lupe. Gewichtmäßig. Wir müssen einigen, ne? Ich bin Schiedsrichter. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Ne? 3 Kilo! Komm, ehrlich jetzt. 2,5 Kilo! Thank you.
Die Hermenschien, du siehst ein bisschen müde aus. Ja. Das war nichts für dich heute, ne? Nee. Eine Runde um das Teich laufen, bitte. Ja, komm, wir gehen um das Teich. Ich nicht. The greatest show on earth muss ein Ende haben. Und jetzt mit 5 Minuten noch zu gehen. Martin hat gerade einen Fisch gehabt. Und, whoop, catch and release. Quick release. Wulla hat in Platz 3 auch einen Fisch dran. Das wird verdammt eng. Lass uns einmal den Weiher runter. Martin, ein schneller Abschuss. Frohe Weihnachten, eine schöne besinnliche Zeit und alles Gute. Wir sehen uns am Wasser. Let's go. Wir kommen zu dir wieder. 3 Minuten, Wulla. 3 Minuten. Nein, lass dir Zeit. So, momentan haben wir Jason 7,5 Kilo. Martin 7,5 Kilo. Wulla 6 Kilo. 6 Kilo. Muss ihm. Wir sind da. Da, 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 da. Oh, oh, oh! Und was für ein Abschluss! Nein! Ach du liebe Güte! So, diese Fisch gucken wir schnell an. Wulla, Glückwunsch, was geben wir ihm? Guck mal. Wir drei Mann. Oh, ab bei Pamela. Ab. Leider, leider. Ach, guck mal, was geben wir ihm? Oh. Könnte ein 2 sein. Das ist eine 2. Es sind 2. So, Weihnachtsgrüße, schick zurück Weihnachtsgrüße an die Zuschauer. Ich wünsche euch alle ganz schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Wir haben nochmal unseren Spaß heute gehabt. Und wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder. Schnell zu Pam. Pam leider in der letzten, das war die letzte Minute. Die letzte Chance vertan. Gibt's doch gar nichts. Auf 3 Plätze in der letzten 5 Minuten Fisch. Gibt's doch gar nichts. Pam bleibt bei 6,5 Kilo. Jetzt hat Wulla 2, das ist 8,5 Kilo. Und damit haben einen Gewinner. Wulla. Eine Gruß an die Zuschauer. Ein Grüß an den Zuschauer. Wir wünschen euch, oder ich wünsche euch alle, frohe Weihnachten. Lasst euch reich mit Angelzeug zu Weihnachten beschenken. Und ich hoffe, wir sehen uns alle möglichst schnell wieder im neuen Jahr. Schöne Wörter. Jetzt gehen wir zu den Gewinner von heute. Glückwunsch, Wulla. Damit die 1 gemacht. Die Ergebnisse. Ich bedanke mich auch nochmal bei dem Grinch, der mir den Steel-Deal hat ermöglicht. Nur dadurch bin ich nach vorne gekommen. Yeah! Yeah. Oh, 1 haben wir noch. Wer war da noch? Ja, Jens, leider, ich glaube, hat irgendwie alles zu tun mit Spätigkeit. Da wird man denn bestraft, glaube ich, von der Liter. Du hast gesagt, komm mal ruhig von der Weihnachtsfeier eher zurück. Hier fängt man gut. So, auch vom Jens an den Zuschauer. Was zu sagen? Nee, ne? Ja, natürlich. Aber du... So eine Angelsaison ist ja immer lang und ich wünsche euch natürlich auch von Herzen alles Gute. Frohe Weihnachten, bleibt gesund, feiert schön im Kreis eurer Familie und nächstes Jahr gibt es wieder viel Neues, Lustiges, viel neue Produkte und auch wieder viele Erlebnisse am Wasser. Ne? Da brauche ich nicht dazu sagen, was zu sagen. Ich möchte Grinch, danke schön, hast du auch super gemacht. Dann hat der Grinch fast eine Stunde Angelzeit gekostet. Ne? Denk dran. Alles klar. Schönes Weihnachten an euch alle. Und wir sehen uns bei der nächsten spaßigen Video. Ja, Leute, das war unser Weihnachtsspecial mit dem Grinch. Ihr habt bestimmt nicht erraten, wer unter der Maske gesteckt hat. Wir haben uns noch ein kleines Special einfallen lassen. Passend zu Weihnachten könnt ihr was gewinnen. Wenn ihr den größten Fisch schätzt, den wir heute gefangen haben, vom Gewichtssaal. Wenn ihr schätzt richtig, unter die Kommentare von unserem Video. Und noch wichtiger ist, das Abonnieren nicht vergessen. Liken, alles drum und dran. Und ihr könnt ein Überraschungsgeschenk von uns gewinnen. Das schicken wir aus vor Weihnachten, haben die gesagt. Kommentieren, wie groß war der? Viel Spaß, schönes Weihnachten an euch alle.